Willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ja, wir werden jetzt erstmal direkt zu Piri Reis gehen. Der hier irgendwo sein müsste eigentlich. Hallo? Da. Und sollen bei dem mal, weil ich hier sowieso keine Bomben benutze, verkaufe ich hier sämtliche Sachen, die mit, ja, hier irgendwas mit dem ganzen Zeug zu tun haben. Alles verkaufen. Wieso geht das nicht? Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Könnte ich bitte... Hey. Habe ich jetzt schon alles verkauft oder was? Sieht so aus, aber das hat mir irgendwie nicht so viel Geld eingebracht, wie ich mir erhofft hatte. Na gut, okay. Egal. Machen wir einfach weiter. Und werden uns jetzt der nächsten Mission widmen. Die, ich weiß gar nicht mehr, wo ist. Um ehrlich zu sein. Ich kaufe mal eben den Schmied da hinten. Wenn ich ihn finde. Ach, der ist da unten drin, oder was? Ah, ich mag das nicht, wenn da die immer unten irgendwo drin sind. Wo ist denn hier der Eingang? Was ist das denn? Ja, für 43.000 kaufen, klar. Bin ich doch glatt dabei. Da haben wir ihn. Ja. Bitte gerne. Hm, 7.320 Minuten, wunderbar. Sollte an sich, ja, ganz vorteilhaft sein. Gut, wir gucken jetzt einmal, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir sehen uns da wieder. So, da haben wir unser nächstes kleines... Ach, den kennen wir doch. Ausrufezeichen. Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarek verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarek weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tarik und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden.
Ein Gegner aus einem Versteck heraus eliminieren ist die volle Synchronität, okay. Dann würde ich mich mal aufmachen. Okay, was auch immer mir dieser Tipp jetzt sagen soll. Eigentlich eine ganz gute Vorstellung. Echo. So. Ich hab's gesehen, hier oben soll auch noch ein Datenfragment sein, das wollte ich mir auch mal eben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das nicht gefährlich? Da ist es auch schon. 13 gerade mal, na gut. Verdammt. Habe ich die ganzen Ärzte hier eigentlich schon freigeschaltet? Wie viel Medizin habe ich denn gerade? Das ist auch Schwachsinn, ne? Medizin kostet 74. Jetzt heilen kostet... Ach da, 43. Na gut, dann heil mich mal eben. Gerade ist da mehr. Egal. So eine Schande. Leck. Geht mir bitte aus dem Weg, ihr verdammten... Verdammten. Damals sahen die wenigstens noch schön alt aus, dass man den einfach irgendwie einen reindrücken konnte, aber... Ich kann immer noch kein Geld abheben. Juhu. Nun gut. Ein Schwarzmarkthändler, bei dem ich nichts einkaufen will, weil ich nichts brauche. Und wir wollen irgendwie, ich weiß gar nicht, wohin wir wollen. Also wir wollen zu dem grünen Punkt, das ist mir klar. Aber auf der Karte ist mir aufgefallen, nicht geguckt, wo das ist. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt hier einen ewig langen Weg gehe. Ohne das wirklich zu wissen. Na, wir werden es gleich feststellen. Ich habe keine Lust, die Karte zu gucken. Und ja, verzieht euch. Die Bürger werden aufgefordert, unbenutzte Blei- und Eisengegenstände zu den Kasernen der Wache zu bringen. Diese werden dann nach Top Kapi gebracht, um der Verteidigung des Sultans zu dienen. Die Stadtwache wird Razzien in den Stadtgebieten durchführen, mit denen wahrscheinlich... Hey, was machst du da? Ich überlege gerade, ob wir dir das Atmen genehmigen sollen. Und sich von Konflikten fernzuhalten. Die Bürger werden aufgefordert. Okay, Zielperson haben wir. Und Eisengegenstände zu den Kasernen der Wache zu bringen. Diese werden dann nach Top Kapi gebracht, um der Verteidigung des Sultans zu dienen. Die Abwesenheit des Sultans. LB. Hey, wie soll ich das denn machen? In welchen Heuhaufen vor allen Dingen? Wo ist hier denn ein Heuhaufen? Ist die Wache denn unfähig, der Gewalt hier zu begegnen? Mögest du deinen Frieden? Gott verbrenne dich! Selim hat den Kampf an sich gehört. Aber wenn die Mauern unserer großen Stadt der Verteidigung helfen, wird sich das Platz von uns wieder wenden. Okay. Ach so, ich hätte noch. Ach Gott, okay, ich hätte anscheinend noch was anderes machen sollen. Ich dachte, die Mission würde länger gehen. Ging sie anscheinend nicht, das heißt, die volle Synchronität haben wir nicht bekommen. Schade. Schicksal. Pech. Jetzt vorbei. Tarek mit einem Luftattentat eliminieren. Okay. Folgen Sie die anscheinende Lage. Bla bla. Okay. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Hatlissin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ein Diener unseres Sultans wurde von einem Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr Haltet ähnlich, Ausschau fürchte ich. Auf allem, was euch verdächtig vorkommt. Bürger, hütet euch! Ein gewissenloser Mörder wandelt unter uns. Hä, wieso geht denn jetzt hier automatisch? Diener unseres Sultans.
lenke gerade nicht. Ich möchte die Kamera drehen, aber ich lenke nicht. Na gut, okay. Nieder mit dir! Eine Schande, macht, dass ihr hier wegkommt! Verprügeln, um keinen Verdacht. Schande über dich, Abschaum! Drecksberg! Okay, anscheinend folgt Ezio jetzt automatisch der Gruppe, in der er ist. Verzieh dich, nerviges Ungezieher! Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn! Kardeshlerin, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Ups. Was Neues aus dem Norden? Selims Heer zog sich nach Varna zurück, wohl unter schweren Verlusten. Ich bete für eine schnelle Lösung. Ja, aber in welche Richtung? Ich weiß es nicht. Mein Herz gehört unserem Sultan, aber mein Verstand sitzt auf Selim. Verdammte Hacke. Wo muss ich denn? Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Wie kann ich denn? Ihr wollt die Wahrheit, damit sie eurer Leidenschaft entspricht, Effendim. Es war Selim, der unseren Sultan. Ich überlege gerade, wo ich noch hin kann. Da hinten. Er wird. Aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für sich. Eine Sekunde! Moment. Okay. Der musste gerade leider weg. Ich will da hoch. Verdammt. Okay. Weit so gut. Nur wie komme ich jetzt dahin? Oh, okay. Wunderbar. Tariq, eine Botschaft. Harikulade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Effendim. Evid. Endlich. Okay. Sind wir fertig mit dem Schutzgeld?
Ich meine mit der Steuereintrag. Dieser Safavide, den wir ausraubten. Noch eine Minute und er hätte sich nass gemacht. Ehrlich.